Das deutsche Buschhuhn ist ein Zwerghuhn, was sich sehr gut für Familienlandsitze eignet. Es kann ganzjährig im Freien leben. Die älteren Tiere schlafen auf den Bäumen. Hier sehen wir einen Junghahn, der schon anfängt bunt zu werden. Ich fütter gerade mit gekeimten Weizen- und Dinkelkörnern, wobei sie die meiste Nahrung direkt im Garten finden. Sehr schön ist auch das Sozialverhalten der Hähne. Mehrere Hähne vertragen sich im gesamten Verband der Tiere. Diese Henne wollte wohl nicht unter laufender Kamera begattet werden. Die Farbgebung der Hennen ist von gelblich bis fast schwarz. Hier ist eine sehr dunkle Henne. Futterangebot kann man sie sehr gut zähmen. Manche fressen auch direkt aus der Hand. Put, 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 put. Put, 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 put. Put, 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 put. Put, 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 put. Hier sehen wir eine gelbe Henne mit mehreren Küken. Sehr auffällig ist ihr Scharrverhalten. Obwohl Körner direkt zu finden sind, scharrt sie teilweise direkt über die Körner. Sie ist es sehr gewohnt, Futter herbeizuscharren. Hier rechts kommt gerade ein Küken
Buschwerk von einer anderen Henne. Dieses Küken musste leider alleine aufwachsen. So, dieses Küken kommt direkt gerne auf meine Hand. Komm her. Leider ist die Mutter dieses Kükens und zwei Geschwister gerissen worden. Es hat aber munter überlebt. Es war erst wenige Wochen alt, schon flugfähig. Ich habe es jeden Tag mehrfach mit ein paar Körnern gefüttert. Es fährt dann auch auf meine Schulter. Ja. Und ich kann es auch auf der Schulter füttern. Ja, schau her. Ja, fällt sie wieder runter. Hier ist das Küken, das man schon auch mal auf die Schulter krabbelt. Komm, lauf. So, ja. Und wenn ich jetzt hier Körnchen auf die andere Schulter gebe, hopp, hopp. Ah, lief runter. Putz, putz. Putz, 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 putz. Dieses Küken ist sehr zahm, frisst direkt aus der Hand. Ja, kannst auch draufstehen. So. Hopp. Hier sind die Körnchen. Hier sind die Körnchen. Da sind die Körnchen. Put, put, put. Put, 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 put. Put, 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 put. Das ist super, Honey. Dieses Küken ist schon richtig groß geworden. Du bist so zutraulich. Du futterst mir aus der Hand. Ja. Ja. Ich kann mich sogar streichen. Ein Körnchen ist noch da, du gehst mir auf die Schulter. Hopp. Ja, das ist super, Honey. Ein ganz liebes Buschhuhnküken. Schon ein bisschen größer geworden. Ich hab noch ein bisschen was hier im Töpfchen. Komm. Hier ist noch ein bisschen was. Ja. Angekeimte Weizen- und Dinkelkörnchen habe ich hier als Futter. Ja.
das ist doch schön. Küken kann man auf der Schulter auch haben. Halt noch ein bisschen was an. Oh, ja. Max direkt. Hier, jetzt noch mehr. Ja. Jo. Hast du einen Hunger, hä? So. Das Töpfchen mit den Körnchen ist natürlich viel leckerer, als einfach nur auf meiner Schulter zu sitzen. Hä? Ja. So, ich sehe gerade, das Goldhühnchen mit den Küken auch kommt. Die ist aber noch nicht so zutraulich. Die will am Boden gefüttert werden. Ich werfe hier ein paar Körnchen hin. Hopp. Ja, du kriegst hier oben welche. Du bist ein ganz zutrauliches Tierchen. Hm? Ja, die deutschen Buschhühner sind sehr interessante Tiere, geeignet zum Leben im Freien, ohne Stall, schlafen auf dem Baum, auch dieses kleine Küken schläft alleine und trotzdem sind es zahme Tiere, die Mischung zwischen zahm und wild und von den größeren Hennen bekommen wir auch alle paar Tage leckere Hühnereier. So, du kriegst wieder ein paar. Hm? Ist das gut? Hm? Wenn ich auf die andere Schulterseite was gebe, dann krabbelt Superhani auf der anderen Seite. Bitte sehr. Oh ja. Zack, 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 zack. Ja, wir geben den Tieren gerne Namen. Und die Mutter von Superhani hieß Hanna. Ist leider gerissen worden, zwei Geschwister auch. Und dann haben wir gesagt, Kind von Hanna ist Honey und weil es überlebt, durchkommt und munter ist, ist es super Honey. Ja. Manchmal denke ich, kommt mir das englische Wort in den Sinn, der Honig heißt ja auch Honey, schreibt sich nur anders. Und ist auch honigsüß, kleines Tierchen. Hm? Ja, noch ein Körnchen ist noch da. Ja. Ein Körnchen ist noch da. Bist du nicht mehr futt? Jo. Ja, ich kann auch mit dem Tierchen spazieren gehen. Da ist noch der Schulter. Mhm.